Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück in Scum und zwar mit dem neuen PC. Deswegen fehlt momentan auch noch der Greenscreen. Der ist noch nicht ganz eingerichtet. Ich bin auch ein bisschen am Testen. Aber wir werden jetzt schon mal Scum aufnehmen. World of Warcraft klappt bereits wunderbar. Das habe ich schon aufgenommen. Jetzt die erste Folge Scum und ich hoffe, es funktioniert. Was noch ein bisschen fehlt, ist noch ein bisschen Sound und so weiter. Aber die Grafik ist für euch nochmal um einiges besser geworden. Es sollte nochmal um einiges cool aussehen. Auch ohne mein schönes Spiel, oder mein schönes Bildchen in der linken unteren Seite des Bildschirmes. Ich bin für euch schon mal weitergefahren. Und zwar, wir waren ja am Anfang, glaube ich, noch hier oben waren wir, glaube ich, noch. Ich bin jetzt einmal außen rumgefahren, hier entlang gefahren, hier entlang gefahren. Hier ist ja das Militärlager, das wissen wir ja. Und hier ist der Händler. Wir werden jetzt einmal in das Militärlager reingehen und werden dann da nochmal ein bisschen looten und danach zum Händler fahren und dann da weitergehen. Und wir werden jetzt nicht die Stadt looten oder sonst irgendwas anderes, sondern wir werden dann tatsächlich von hier direkt nach unten zum Bunker fahren. Und das heißt, heute relativ viel unterwegs in der Folge. Beim Händler natürlich Dinge verkaufen und Munition kaufen und dann geht es zum Richtung des Bunkers endlich. Ich habe nämlich noch vor, das Ganze vor der Version 0.8 zu schaffen, die anscheinend sehr, sehr bald kommt. Denn laut den Entwicklern, die täglich bei Twitter posten, das findet ihr bei mir beispielsweise im Discord, immer wenn die was posten, seht ihr das bei mir. Und die posten 3-4 Mal am Tag tatsächlich posten die etwas dazu. Hier ist nichts, toll. Und die schreiben jetzt jedes Mal 0.8 Soon nebendran. Und ja, ich habe ja die Hoffnung, dass Soon tatsächlich Soon ist. Und dann, ja, gucken wir mal, wie Soon ist. Also die Möglichkeit wäre, normalerweise wird immer am Montag gepatcht bei den Entwicklern. Oder es gibt ein Entwickler-Update, was sie gerade so gemacht haben. Oh, guck mal, ein bisschen Munition. Glaubst du, die können sogar brauchen, die 545, oder? Hatten wir das nicht hier drin? Ich glaube, ja. Und ja, deswegen vielleicht bereits am Montag das Ganze. Heute ist Freitag, beziehungsweise nicht, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ich hätte gerne, dass heute schon Freitag ist. M9-Magazin, Kopfsack, nichts wert, aber Motorradspiefel, immerhin. Ja, gucken wir mal, wenn die Version 0.8 kommt. Ich habe übrigens, oder ich werde mein Konzept ein kleines bisschen überarbeiten. Mittlerweile gab es den einen oder anderen, der hier auf dem Server unterwegs war. Mal eine Waffe hier, ist ja traurig. Wir fahren jetzt dann weiter zum Händler. Ich quatsche nebenbei ein bisschen zu mit der Version 0.8 und weitere Pläne, wie es mit dem Server aussieht. Im Moment sind wir ja auf dem Server unterwegs. Es gab jetzt immer mal wieder Spieler, die auf dem Server waren. Die haben ein paar Tage gespielt teilweise. Danach haben sie mir auch Feedback gegeben. Mittlerweile ist wieder keiner mehr da. Zwischendrin waren wir mal zu 5 tatsächlich, aber mittlerweile ist meines Wissens nach jetzt gar keiner momentan da. Weil es ist den Leuten einfach viel zu schwer. Das ist einfach so. Mir persönlich nicht, muss ich sagen. Ich hätte es tatsächlich gerne eigentlich noch ein bisschen schwerer. Aber den Leuten ist es zu schwer. Verstehe ich auch, ist es schon eine Herausforderung, hier dementsprechend zu bestehen. Und ja, manche looten einfach viel lieber oder machen andere Dinge, bauen viel mehr oder was weiß ich was. Wollen halt haben andere Ziele wie ich, der sich eigentlich immer wieder gerne hochlevelt. Viele haben ja auch geschrieben, ja, sie wollen eigentlich länger im Spiel verbringen. Und wollen da einfach nur auch teilweise rumhängen und chillen. Dafür habe ich keine Zeit, aber wenn das jemand machen will, kann er das natürlich gerne tun. Wir gucken mal vom Land aus, ob wir vielleicht ein Boot finden. Ich würde unglaublich gerne mal ein Boot in dem Spiel fahren, das haben wir immer noch nicht geschafft. Aber ja, ich bin jetzt zum Schluss gekommen, wir werden es folgendermaßen machen. Da es relativ sinnvoll ist, wenn ich der Einzige auf dem Server bin, werde ich den Server umbasteln. Und zwar mit der Version 0.8 werde ich den Server zu einem etwas anderen Server machen. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad wird zurückgeschraubt. Die Zombies werden auf statt mal 3 mal 1 gesetzt. Der Loot bleibt so, wie er ist, mal 1, weil das ist eigentlich ganz okay. Das haben die Leute auch akzeptiert tatsächlich. Das war nicht das Ausschlaggebende. Aber viele waren eben Massen an Zombies tatsächlich viel zu viel. Mir wurde auch geschrieben, du kannst doch niemals in einem Bunker looten gehen. Was soll denn das? So kann doch kein Mensch spielen. Alle 3 Meter stirbt man. Bin nach wie vor nicht ein einziges Mal gestorben. Also das geht schon. Man muss halt Taktik nutzen. Und muss vorsichtig sein und darauf vorbereitet sein, dass eben hier mehr Zombies sind wie auch im Standardspiel. Aber damit kommt man klar, man hat sich darauf vorbereitet. Und ja, deswegen werden wir es jetzt so machen, dass der Server dann mit Version 0.8 umgebaut wird. Ist hier ein Auto da? Nein. Und zwar werden wir, wie gesagt, die Zombies halt auf mal 1 wieder setzen. Das heißt, halt, hier geht's zum Leuchtturm. Damit weniger Zombies wieder da sind. Zusätzlich die Airdrops wieder ein bisschen häufiger einführen. Momentan alle 60 Minuten bis 90 Minuten ein Airdrop. Das werde ich wahrscheinlich auf 30 Minuten dann wieder reduzieren, das Ganze. Zusätzlich wird es dann so sein, dass der Loot eben so bleibt, wie er ist, weil damit waren die Leute eigentlich ganz zufrieden tatsächlich, dass man nicht sofort sich komplett hochbauen kann, wie man möchte. Wobei ich dann nicht verstehe, wieso sie... Ja, egal. Ich mache das auf jeden Fall dann so auf dem Server. Das heißt, ihr seid herzlich willkommen natürlich, dann auf dem Server auch zu spielen. Dafür ist er ja da. Das ganze Ding läuft jetzt noch ein gutes Dreivierteljahr, der Server. Das heißt, noch sehr, sehr viel Zeit auch natürlich hier seine Zeit zu verbringen.
gerne mitzuspielen. Ich werde es dann so machen, die in der Staffel 5, die ich wahrscheinlich schon mit Version 0.8 dann anfangen werde. Oh, hier ruckelt es ein bisschen, oder? Ich bin noch ein bisschen feinjustieren. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen was an der Grafik machen muss. Wenn ab und zu mal ein Ruckler dabei ist, bitte ich das zu entschuldigen, aber zum größten Teil müsste es flüssig laufen, denke ich. Und ja, dann werden wir das mit der Version 0.8 wahrscheinlich schon umstellen. Ich werde es dann so mal in der fünften Staffel meiner Scum-Serie, werde ich dann dementsprechend wahrscheinlich nochmal komplett tatsächlich neu anfangen. Dann allerdings, versprochen, das letzte Mal neu anfangen, für eine sehr, sehr lange Zeit. Denn dann werden wir auf einem Privatserver spielen. Das heißt, ich werde mir meinen eigenen Server auf meinem PC dann machen, so wie ihr es auch machen könnt letztendlich. Und dann in der Version tatsächlich Zombies mal 4, Loot mal 1 und werde so dann spielen. Allerdings werde ich es dann so machen, dass ich viel weniger neu anfangen werde und mein Zeug eher safen werde. Zusätzlich werde ich die Welt, die Händler werde ich so lassen von der Munition her. Ich bin ganz zufrieden, wie die Preise sind bei den Händlern. Das wird dann so bleiben. Aber das erstmal so mein weiterer Plan. So, die können wir gleich mal direkt verkaufen. Den Kopfsack möchte ich nicht haben, schade. Und dann gehen wir erstmal jetzt ein bisschen Zeug verkaufen. Ich muss mich mal kurz konzentrieren, beim Autofahren können wir gleich wieder drüber reden. Aber ich glaube, ihr wisst, wo die Reise dann hingeht. So, wir können mal gucken, was das Ding hier wert ist. Das dürfte ja auch ein bisschen was wert sein. Die, ich weiß jetzt gar nicht, welche Jacke, den Suit werden wir nicht verkaufen. Die Spitfire-Jacken auf jeden Fall, die Trainingsjacke auf jeden Fall. Ist da irgendwie Loot drin? Nee, oder? Ich habe doch die Jacken, habe ich da Loot reingepackt? Nee, ich habe, glaube ich, alle extra wieder ausgepackt, nämlich. Müssen wir mal gucken, nicht, dass ich ja nur irgendwelchen Loot dann verkaufe, den ich gerne behalten würde. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Aber ich bin der Meinung, ich habe alle Jacken wieder ausgepackt. Das Weihnachtsmann-Outfit werden wir auch komplett loswerden. Wir haben sogar mehrere Weihnachtsmann-Outfits. So, das Ding hier rein. Da unten haben wir noch die Hide-Tops. Da kann noch was rein. Die Handschuhe will ich loswerden. Was haben wir noch? Diese Brillen können wir loswerden komplett. Das hier. Das hier. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir auch jetzt dann kohletechnisch vor allem auch landen. Ein paar Masken haben wir ja auch noch. Brille. Joa. Wir verkaufen jetzt erstmal alles munter, wie wir sind. Ein bisschen Munition brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir wieder in den Bunker rein wollen. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Kohle wir insgesamt machen. Ja, ist jetzt nicht so mega viel. 303, aber wir brauchen es nicht, deswegen können wir es verkaufen. Aber das Ding kostet irgendwie 3000, 4000, wenn du es so verkaufen möchtest. Voll teuer, eigentlich. So, und die Handschuhe gibt ihm auch. Das sind immerhin schon mal 1800. Ist okay. Mit der Version 0.8 wird es übrigens wahrscheinlich so sein, dass nochmal ein Vibe kommt. Es ist zwar nicht angekündigt von den Entwicklern, dass der Charakter gewiped wird, also dass man seine Stats verliert letztendlich. Aber ein Vibe des Inventars wird wohl kommen. Beziehungsweise es wird ja auch dann modulares Bauen geben mit dem neuen Patch. Und da bin ich mal sehr gespannt. Das wird dann wahrscheinlich auf jeden Fall so sein. Das können wir eigentlich auch mal alles verkaufen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dann spielt. Wie dieser Aufbau von den modularen Gebäuden und so weiter ist. Alter, haben wir viel Alkohol dabei. Ja, waren auf Party anscheinend. Alter Verwalter. Damit können wir was anfangen, auf jeden Fall. Was? Und, ja. Da werden wir mal gucken, wie sich dann eben, wie sich da eben das modulare Bauen verhält, wie sich das spielt. Allen drum und dran. Bin sehr gespannt drauf. Wird, denke ich, mal ganz lustig. Und da werde ich dann halt, wie gesagt, ein bisschen weniger wieder abreißen von meinem ganzen Gebäude. Ich habe jetzt nicht vor, immer wieder so neu anzufangen, wie ich es in letzter Zeit gemacht habe. Sondern tatsächlich dann mal ein bisschen länger das Ganze auch durchzuziehen. Wir haben wirklich krass viel Alk. Im Grunde besteht mein Charakter aus Alk. Wir können eigentlich auch mal zwei Flaschen Absinth können wir auch mal loswerden. Davon haben wir auch ordentlich viel. Haben wir irgendwo Bier? Da haben wir noch Bier. Nehmen wir das mal irgendwo unter. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal zur Bardame. Den ganzen Alk loswerden. Bin mal gespannt, was das bringt an Kohle. Alk eher weniger verkauft. New clientele. Step right up. So, 102. 100, oh ja, der Absinth lohnt sich. Das Bier lohnt sich absolut nicht. Aber das wusste ich von vornherein, aber ich habe es trotzdem mal mitgenommen. Ah, der Tequila ist gar nicht schlecht. Und der Jacky, gut 100er. Ja, die Brause lohnt sich überhaupt nicht. War aber auch irgendwie schon klar, da ist noch ein Bierchen. Und wir kommen raus bei, ja, nochmal 1000er. Immerhin. Sind schon mal grob zwei, ja, fast 3000, die wir jetzt gemacht haben. Das ist eigentlich okay. Zum Schnitt. Und im Laster ist ja auch noch ein bisschen was drin, was wir noch loswerden können. Die Hose haben wir hier beispielsweise noch drin. Das Hemdchen haben wir drin. Die Beanie-Mütze haben wir drin. Hier haben wir noch ein Bierchen. Handschuhe. Angel Flight Pants. What?
Eine Jeans. Haben wir nicht noch eine grüne Jeans? Technical Sweater. Ist da was drin? Nope. Dann verkaufen wir die grüne Jeans. Dann wählt man die ganz normale, würde ich sagen. Der Schlagring kann weg. Die Medical Clothes. Ich glaube, wie dieser Kopfsack bringt gar nichts, wenn du den verkaufst. Könnte sein. Da ist noch ein Bierchen. Was haben wir noch? Die Beanie-Mütze. Eine können wir ja mal behalten. Die Handschuhe können auf jeden Fall weg. Da ist noch mehr Bier. Yay, noch mehr Bier. Ja, das ganze Bier ja. Partyhütchen. Ohne Ende. Noch eine Mütze. Noch eine Mütze. Die Schlösser. Die Säge bringt eigentlich gut Kohle. Die werden wir wahrscheinlich auch loswerden. Hier müssen wir nochmal zurück. Das hier können wir loswerden, aber das kauft uns eh nicht der hier ab, sondern das kauft mir der andere ab. Die Tasche ist, glaube ich, auch gar nichts wert. Wir haben echt noch gut Zeug hier rumfahren. Sonnenblumenkerne, keine Ahnung. Noch ein Bier. Flasche Absinth könnte man notfalls noch loswerden. Da ist nochmal eine Flasche. Was ist das hier? Bier. Anderes Bier. Pack das mal hier hin, pack das mal dahin. Nur Fleisch. Kauft er mir auch Bier ab eigentlich? Nein, oder? Doch, auch für 11. Sehr schön. Da müssen wir nicht zur Bartande laufen. Glaube ich nicht, dass ich bei der Bartande mehr kriegen werde. Hast du aber auch nochmal ein bisschen was an Kohle? Ja, das Hemd bringt einfach nichts. Die Handschuhe eigentlich auch nicht. Die Jeans und der taktische Pullover ein bisschen was. Klar, die Kappen. Schlagring möchte er nicht haben. Die Beanie-Mütze möchte er auch nicht haben. Das hier will er nicht haben. Ach, guck mal, aber Sobotka kauft er nicht. Der kauft nur Bier. Nochmal 1300. Ja, wo sind wir denn gerade? Bei... Ja, guck mal einer an. Das ist 6000 mittlerweile wieder. Damit lässt sich doch arbeiten, würde ich sagen. Damit lässt sich doch arbeiten. So, wir haben hier noch Bier. Jetzt gehen wir mal Reihe für Reihe langsam durch. Sollte man übrigens von Anfang an machen. Ich bin sehr inkonsequent, was das angeht. Das werden wir verkaufen. Das Brot könnten wir uns eigentlich mal essen. Schmeckt das schon irgendwie doof? Ja. Kauft ihr Brot oder Lebensmittel allgemein? Was kriegt beispielsweise... Wir haben ja genug von dem Zeug. Was kriegt ihr denn für so eine Soda? Aber wahrscheinlich eher nichts. Könnte ich mir vorstellen. Schlösser waren eigentlich... Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir haben noch ganz viele zu Hause liegen. Auch wenn ich erst neu gelootet habe, aber Schlösser ist tatsächlich was, das findest du halt wirklich häufig. Da ist nochmal Bier. Das Paketchen behalten wir mal. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Medical Clothes, das Fleisch hat nur noch 40%, das können wir auch verkaufen. Das Zeug gammelt jetzt auch schon ein bisschen länger in meinem Inventar wiederum, muss ich gestehen. Deswegen, klar, die Lebensmittel verlieren langsame Haltbarkeit. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch. Dann gehen wir nochmal zu Wartamen. Mal gucken, was die uns verkauft. Oder abkauft. Und dann, klar, beim Waffenheini nochmal vorbeigucken, was wir da kriegen. 2, 5, 2. Okay, Lebensmittel lohnt sich mal absolut gar nicht. Wir verkaufen es jetzt trotzdem mal, weil wir einfach zu viel haben. Der Alkohol ist ganz nett. 181. Also Alkohol geht. Der Rest eher dürftig. So, bis jetzt kein einziger Frame-Bomb in der Aufnahme, das freut mich sehr. Beim Händler ruckelt es ab und zu mal, aber das ist tatsächlich dem Händler geschuldet, weil von der Auslastung her sieht es gut aus. So, 11 pro Schloss, wie ein Bier letztendlich. Die Säge, wäre die besser in Schuss, würde die viel mehr bringen. Aber damit sind wir doch eigentlich schon mal ganz zufrieden. 128. 6500. Gut, eine Waffe kriegen wir jetzt dafür nicht, aber ist okay, würde ich sagen. Munition, klar, behalten wir. Logisch. Wir haben noch ein bisschen 45er Munition. 3 Schachteln, sehe ich schon mal. Wir brauchen ein bisschen AWP-Munition auf jeden Fall wieder, denke ich mal. AWM, wir haben auch eine AWP, oder? Ja, AWP, wir haben ein AWM-Magazin. Könnte man theoretisch loswerden. M19-Magazine, aber die bringen jetzt auch nicht so die Welt. Bringt so ein Magazin, wir können ja mal gucken. Und ja, M16-Magazin, das Ding ist leer, oder? Passen die da nicht rein? Nee. Weil 556er. 9mm Panzerbrechen. 9mm, das sind die 308er. Das ist doch, glaube ich, die AWP-Munition. Oder AWM. Kannst du mal schwer auseinanderhalten. Ich werde mich noch dran gewöhnen. Kaliber 22 ist die Hunter.
Nur tatsächlich, also gerade auch Munition für unsere M16 wäre cool. Wenn wir was finden. Schauen wir mal. Car Repair Kit brauchen wir, glaube ich, nicht. War relativ sanft mit meinem Auto. Ah, guck mal. Das ist ja Luxus. Und ja, das nächste Mal übrigens dann auch wieder logischerweise mit Facecam. Das sollte kein Problem darstellen. Ich konnte so nicht alles einrichten. Aber die nächste Folge dann auch wieder mit Facecam. Ich hoffe, dass ich noch eine Folge aufnehmen kann. Vielleicht sogar einen Livestream am Freitag mal gucken. Bevor dementsprechend die Version 0.8 kommt. Und dann werden wir, wie gesagt, alles umbauen. Ach, shit, der war ja ganz woanders. Ich war gerade wieder beim Händler im Schneebiom. Das ist falsch. Wir müssen nach ganz da hinten auf die andere Seite. Ich lasse jetzt mal das Auto stehen. Wir laufen einfach schnell. Da ist er. Der Kollege hier. Schön ist, dass meine Frames einfach nicht mehr einbrechen mittlerweile. So. Moin. So, du gibst mir 39 für so ein Magazin. Das ist halt echt ein Witz. Ich meine, selbst das Bier bringt 11. Oh, wir schwitzen ein kleines bisschen. Und so ein blöder Schlagring bringt 11. Aber den Kopfsack will keiner. Wie es aussieht. 91. So, wo sind wir? Wir sind bei 6600. Cool wäre natürlich eine Waffe. Tatsächlich. Eine Schnittwaffe. Nahkampfwaffe. Hier, die, das ist die neue Axt, die erst dazu kam mit der Version 0.7. Kostet nur 2000. Ich glaube, die werden wir kaufen. Die würde ich gerne vor allem ausprobieren. Die werden wir uns gönnen. Cooles. Okay, cooles Teil. 480 werden wir sie verkaufen. Okay. Mal ganz kurz gucken, was kostet gerade Munition für meine M16. M16. 1200, das Päckchen. Also ein Magazin. Das ist teuer. Was haben wir für die Pistole im Moment? Für die Block? Wo ist denn die Block? Da ist die Block. Auch im Moment teuer. 625. Die kann bis zu 400. 400 ist, glaube ich, der günstigste Preis, den es gibt. Was kostet die AWM? AWP haben wir jetzt. AWP. 1600. Ne, 1300 nur. Das ist relativ günstig, tatsächlich. Wir haben jetzt noch übrig 4000. Ich würde auf jeden Fall nochmal einen 2308er kaufen. Und dann kaufen wir noch einmal. Komm, was soll der Geiz? Damit wir noch ein bisschen M16 schießen können. 1200, 2500 können wir uns nicht leisten. 1200 können wir uns gerade noch so leisten. Dann sind wir wieder pleite. Aber wir haben gut Munition eingepackt. Und das mit reduzierten Munitionspreisen. Aber aufgrund der Masse an Zombies, die ich habe, ist das, glaube ich, legitim. Würde ich auch auf dem, also wie gesagt, auf dem eigenen Spielstand dann dementsprechend auch so machen. Ich habe dann übrigens vorher, klar, werden wir auch noch auf dem Server spielen. Wir werden teilweise auf dem Server spielen, vor allem auch ab und zu mal in Livestreams. Aber auch viele Livestreams werden wir dann auch machen auf unserem Privatserver. Weil es sich einfach dann auch anbietet, je nachdem, wie viele Leute halt auch auf dem Server dann mittlerweile spielen. Kann auch sein, dass der Server jetzt das erste Dreivierteljahr läuft und da 3 Leute drauf sind. Mit mir und Riker und so Baby schon gerechnet, wenn die mal wieder mitspielen. Wobei die momentan auch keinen Bock mehr haben. Aber die werden dann wahrscheinlich auch wieder mitspielen, wenn die Loot-Einstellungen ein bisschen, ja, geringer sind. So, hier mittlerweile der Flugzeughanker ja auch. Aber da kann man nichts looten. Und ja. Wir werden dann so ein bisschen hin und her springen zwischen meinen eigenen Spielern und dem. Weil mir ist es tatsächlich mit Zombie 1, mir ist es zu langweilig. Es ist einfach so. Ich bin tatsächlich eher der Hardcore-Spieler dann auch. Ihr merkt es ja gerade in dem Let's Play. Ich meine, ich bin jetzt nach wie vor, wie gesagt, nicht ein einziges Mal gestorben. Es war ab und zu mal knapp, aber so soll es ja auch sein. Ich würde das sogar eher nochmal ein bisschen schwerer machen, das Ganze. Halten wir ein bisschen runter. Bevor ich es mir jetzt nochmal leichter mache in dem Spiel. Ja, deswegen. Werde ich einfach einen eigenen Spielstand machen. Der Server wird dann ein bisschen leichter, damit einfach Leute drauf kommen. Weil sonst hat man den Sinn und Zweck des Servers einfach komplett verfehlt. Und ich verstehe auch, es ist nicht jedermanns Sache zuzuspielen, wenn ich das Ganze mache. Eher wie das? Oh ja, Gott sei Dank. Eher ein sehr geringer Anteil der Leute spielt, so wie ich das spiele. Die spielen das tatsächlich eher auf, ja, so den Standardeinstellungen eigentlich ja auch, wie es ja auch sind. Und das ist auch alles okay so. Jeder wie es so, wie er es möchte. Und ja, dass ihr ja mal einen Überblick habt, wie ich es dann machen werde. Aber ich habe tatsächlich vor, einmal noch mit der Version 0.8 wahrscheinlich anzufangen. Vielleicht spielen wir auch weiter, mal gucken. Aber wenn ich eh auf einem neuen Server bin, beziehungsweise meinen eigenen Spielstand nehme, dann werden wir sowieso werden wir neu anfangen müssen. Aber dann das letzte Mal. Danach tatsächlich mit Version 0.9, außer die machen den Vibe, die Entwickler, dann habe ich einen. Sonst würde ich es tatsächlich so lassen. Und wir werden uns ein paar andere Ziele dafür stecken.
Es gibt ja nach wie vor keine Quests, kein Levelsystem, bis auf das Levelsystem des Charakters, aber jetzt kein irgendwie, dass man sich selber irgendwie in der Welt hochleveln könnte. Ist ja alles noch nicht da, das heißt, hier fehlt so ein bisschen, ja, die Karotte vor der Schnauze letztendlich in dem Spiel. Da werden wir uns aber ein bisschen Abhilfe schaffen und das werden wir vielleicht schon in der nächsten Folge erleben oder in den nächsten 2, 3 Folgen erleben, was ich mir da ausgedacht habe. Aber da möchte ich jetzt noch nichts verraten, seid einfach auf die nächste Folge gespannt, das wird spaßig auf jeden Fall. Aber ich werde mir selber so eine kleine Motivation schaffen, wie wir öfters mal wieder Scum spielen werden. Momentan habe ich halt viele andere Projekte auch am Laufen, deswegen komme ich gerade relativ wenig dazu. Zusätzlich war es natürlich jetzt, dass der Rechner Schrott war. Dann ich jetzt den neuen Rechner habe, der sehr gut läuft bis jetzt, allerdings noch nicht ganz eingestellt ist. Und das hat natürlich auch viel Zeit gekostet, das Ganze einzurichten, einzustellen und so weiter und so fort. Übrigens jetzt, wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich auch direkt wieder feinjustieren, Sound und so weiter und so fort natürlich auch. Und ja, das muss erst alles wieder eingestellt werden. Aber da werden wir auch wieder hinkommen. So, wir lassen jetzt auch den Bunker außen vor. Wir gehen jetzt tatsächlich direkt in Richtung des Geländes. Und werden 21 looten. Ja, mal gucken. Wir werden in der Folge vielleicht nicht mehr auf dem Gelände looten. Ich möchte euch schon mal vorwarten. Wenn ihr jetzt großartig Loot-Action erwartet, wird das vielleicht erst in der nächsten Folge der Fall sein. Aber mal gucken. Aber wir werden es noch vor der Version 0.8 schaffen. Hoffentlich den Unbodenbunker zu looten, was ich seit Staffel 3 machen möchte. Ist das ein Leuchtturm? Ja, oder? Wir gucken mal ganz kurz beim Leuchtturm vorbei. Ich will mal die neue Axt ausprobieren. Vor allem auch. Da ist es schon. Und vor allem können wir mal rüberscopen, wie es aussieht. So, sind hier schon Zombies? Hier nicht. So, hier müssen aber Zombies sein. Sonst bin ich enttäuscht. Das seht ihr mal, so wenig Zombies sind auf dem Server, dass ich immer Zombies finde, wenn ich welche suche. Hier siehst du natürlich jetzt herzlich wenig. Wir werden einmal... Okay, das Magazin ist voll. Wir haben noch ein volles M16-Magazin sogar hier. 565er, 45er. Ist das nicht aber... Hä? Das ist so die gleiche Munition. Wieso konnte ich das nicht in das M16-Magazin laden? Kann man das mal erklären? M16-Magazin... Hä? Ach so, weil ich's... Ah, ich Idiot. Ja, weil ich es wahrscheinlich wieder probiert habe, im Truck zu laden, das Magazin. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn das funktionieren würde, dass du es, wenn du es im... Also versuchst, die Munition im Truck auf das Magazin zu ziehen oder umgekehrt, wie auch immer, dass es dann automatisch in die Hand nimmt und benutzt. Das wäre tatsächlich mega cool, wenn sie das endlich mal rauspatchen würden, dass er dann halt das es immer noch in die Hand nimmt und einzelne Patronen nachlädt. Das ist ja legitim, so soll es auch sein. Aber dass er das zumindest die Interaktion zulässt, dass du Dinge aus deinem Truck benutzen kannst oder aus Schränken benutzen kannst und nicht erst in dein Inventar ziehen musst, um sie dann zu benutzen, sondern dass das eine automatische Handlung ist, das ist einfach Quality of Life Service. Wieso? Sauber? Säubern vielleicht. Aus Schnellzugriff entfernen. So, Messer weg. Munition, ja, wir haben jetzt noch genug. Also wir werden das hier mal rauspacken. M9-Magazin brauchen wir nicht. Der Kopfsack kann erstmal weg. Das ist... Ja, das ist nämlich 3,9er, also 5,45er. Das ist 5,56er. Das ist der kleine, feine Unterschied bei der Munition. Ein volles Magazin packen wir auch mal weg. Der Kopfsack kann noch weg. Das habe ich jetzt gar nicht verkauft bekommen. Der Rest ist alles tutti. Kohle packen wir mal hier hin. So, wie sieht's aus an der Munitionsfront? 17 von 30. Ja, guck mal einer an. Können wir gleich mal nachladen. Hallo, nachladen. Danke. So, jetzt ist natürlich da ein Busch im Weg. Wie sieht es hier an der Munitionsfront aus? Ich checke gerade mal über Munition. Jetzt seht ihr das mal auch. 2 von 10. Ja, toll. Gut, dass ich Munition gekauft habe. Alle Magazine leer geschossen. Kein Zombie da. Irritiert mich. Okay. Und wie sieht es auf der 3 aus? Wahrscheinlich genauso Apple, oder? 7 von 13. Das wird ja immer schlimmer. Oh, wir haben... Ah, haha. Ich hätte ein Blockmagazin kaufen sollen. Nicht Held. Ich habe meine Blockmagazine ja alle weggeschmissen. Vor lauter Begeisterung durchgehend. Na dann. Halt, das hier wollte ich tun. Okay, jetzt schlagen wir erstmal mit der Axt zu. Wir probieren mal die Axt aus. Ja, Trainers Axt. Denn die Trejo habe ich mittlerweile ja auch das DLC ja geschenkt bekommen. Das werden wir wahrscheinlich auch mal in der nächsten Version dann ausprobieren. Oh, die Axt ist cool. Da freue ich mich auch schon drauf.
Weiß gar nicht, eigentlich müsstest du Boote, glaube ich, schon sehen, oder? Hier ist auch, ist auf der Insel irgendwas? Nein, oder? Würde gerne mal einen, ich würde gerne mal snipern auf 1 Kilometer Entfernung oder sowas. Also eine richtig krasse Distanz wäre mal cool, wenn wir mal snipen können. Was man übrigens machen kann mit dem neuen modularen Bausystem, man kann im Wasser bauen und auf solchen Inseln auch bauen. Das ist mega cool, das funktioniert dann alles. Ja, und wir haben nach wie vor Halloween, das werden sie wahrscheinlich mit der Version 0.8 dann auch rausschmeißen. Hoffe ich zumindest. Okay, wie sie sehen sie nichts. Jetzt ist aber auch wieder gut. Kommt ja auch ab und zu mal so ein bisschen verfolgt vor. Gleich zum Glieder, oder? Lass ich so. Tschüss. So, ich will jetzt einen Zombie-Nina mähen hier. Man reiche mir Zombies. Ich wollte gerade sagen, hat das Ding auch einen Eingang? Okay. Looten, looten, looten. Zombie killen, Zombie killen, Zombie killen. Ich habe die Befürchtung, dass hier kein Zombie drin ist. Ein Schloss. Das nehmen wir natürlich mit. Masken wären cool, Klamotten wären cool. Man kann übrigens auch theoretisch, könnte man das Geld natürlich in die Version 0.8 mit rübernehmen, weil eben kein kompletter Vibe durchgeführt wird. Aber mal gucken. Es ist auch wohl so, dass die, also es werden Schränke verschwinden. Es gibt keine Waffenständer mehr wohl, die man bauen kann, wo man die Waffen reinstellen kann. Finde ich schade tatsächlich. Die fand ich eigentlich ganz cool. Die werden wohl komplett rausgenommen. Das heißt, wenn du momentan Waffen in einem Waffenständer drin hast, die spawnen deine Waffen. So wie wenn du die, und die Hütten werden, die spawnen. Das heißt, alles, was sich an der Hüttenwand befindet, wird dementsprechend vernichtet werden mit der Version 0.8. Deswegen muss ich auch nochmal mein ganzes Zeug safen. Hier zumindest auf dem Server. Wobei, wir müssen mal gucken, wie wir es, wie gesagt, ganz machen. Wieso ist hier kein Zombie? Ah. Okay, Stärke ist jetzt nicht wie die Machete. Aber sie schlägt schnell zu. Sie ist praktisch wie eine Machete. Nur recht günstig. Sie ist jetzt nicht besonders stark. Also das Katana ist meiner Meinung nach nochmal um einiges stärker. Kann aber Zufall gewesen sein. Wir brauchen ein paar mehr Zombies, um eine, um das genau zu checken. Aber kommen wir zumindest so vor, dass sie jetzt nicht sonderlich stärker ist. Können hier Waffen liegen eigentlich? Kann hier überhaupt irgendwas liegen? Aber sie schlägt zumindest schnell zu, wie so eine, wie eben die kleine Axt. Das ist ganz cool. Weil ist eine schöne Waffe. Und war jetzt mit, was haben wir gezahlt? 3000, 4000? War recht günstig eigentlich. Wenn man das genau nimmt. Die Haare backen so ein bisschen beim Laufen. Pixel ein bisschen. Jetzt! Kein Loot! Wo bin ich hier raufgeklettert? Immer hier liegt was. Kein Loot. Kein einziger Loot. Wenn wir deswegen hier mal rübersnipen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man ein Boot sehen würde. Von hier aus. Theoretisch müsste man es, aber wahrscheinlich ist einfach nur wieder kein Boot da. Soll der auch eine, das ist so eine Tankstelle normalerweise, oder? Hier sollte eigentlich hier, ich weiß, dass hier, da war doch eine Tankstelle. Haben sie die Tankstelle weggebaut? Oder hier ist eigentlich eine Tankstelle. Oder wird es einfach echt nicht geladen aus irgendeinem Grund? Frage ist, warum? Ach, guck mal, auf der Insel ist ein World War Bunker. WW2 Bunker ist auf der Insel drauf. Cool. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da eine Tanke war. Für Boote. Das müssen wir schon noch rausfinden. Wir fahren mal näher ran. Dass das aber dann nicht lädt, ist seltsam. Und dass meine Haare ein bisschen pixeln, ist auch seltsam. Aber wie gesagt, ich muss mal über die Einstellung drüber gehen. Aber im Moment spiele ich tatsächlich komplett in 4K und auf Epic. Von den Einstellungen her. Und nehme das Ganze für euch auch in 4K ruckelfrei auf. Es würde zwar noch ein kleines bisschen was in der Aufnahmequalität tatsächlich gehen, aber ich glaube, es ist recht gestochen scharf. So wie es auch sein soll. Schwitzen wir wirklich so sehr? Nein, oder? Ja gut, jetzt beim Rennen wahrscheinlich. Weil wir haben eigentlich jetzt nicht so viele Klamotten. Hallo? So viele Klamotten an. Wieso legst du die Axt dahin? Warum? Geht das? Komischerweise, sowas funktioniert nämlich. Du kannst beispielsweise ja nicht aus deinem Truck Munition in ein Magazin laden, was du in der Hand hältst, zum Beispiel.
Das geht nicht. Das muss jetzt in deiner Tasche sein, die Munition. Aber du kannst in deinem Auto sitzen, kannst du eine AWP, ohne dass du die Tür aufmachst, in dein, wieder in, auf deinen Rücken setzen. Das geht komischerweise. Also irgendwie, ja. Ihr merkt schon, irgendwas passt da nicht zusammen. Und ich habe die Hoffnung, dass da ein bisschen was kommt. Cool wäre auch, wenn sie sowas bringen würden, wie dass du für die unterschiedlichen Biome oder eben für Tag-Nacht-Zyklus die Zombie-Menge anpassen könntest. Dass du sagen kannst, im Schneebiom beispielsweise sind halt Zombies mal 4. Also sind sehr, sehr viele Zombies halt unterwegs. Hier in dem Biom, wo wir jetzt sind, eher in dem sonnigen Biom, ist eher... Naja, das war super. Das hat mich so viel Energie gerade gekostet, wie ich schon ewig nicht mehr gebraucht habe. Das wäre cool. Oder wenn du sagen kannst, in der Nacht sind mehr Zombies da wie am Tag. Weil die sich am Tag einfach auch ein bisschen verkriechen, die Zombies. Das wäre halt schon cool. Ich würde es feiern. Okay, das war auch Blödsinn, was wir gemacht haben. Eigentlich müssen wir... Ist das Wasser oder ist das Strand? Das ist so hell, das siehst du nicht. Da ist Wasser. Was? Was zur... Es gibt... Ah, das ist so ein Stand-Up-Paddling-Ding. Cool, fahren. Okay, es ist... Was? Ich muss einen Paddel in der Hand haben. Was für ein Paddel? Ich habe keinen Paddel. Ich habe kein verschissenes Paddel. Paddelboot. Das Inventar? Nein. Kann man das aufsammeln? Nein. Untersuchen. Ein Holzboot. Naja. Sei mal dahingestellt. Mir ist ziemlich warm. Mir ist tatsächlich ziemlich warm. Ja gut, könnt, wir haben ja noch die Jacken an. Können wir die ausziehen? Ja. Oh, ich merke gerade, meine Uhr fehlt. Achso, anderer Arm. Seht ihr das? Es fehlt ein Stück Arm. Das sieht sehr komisch aus. Das Modell ist nicht richtig geladen, glaube ich. Ja. Ja, ein paar Fehler hat das Game noch. Okay, wir haben ein, naja, Boot würde ich es jetzt nicht nennen wollen, aber wir haben ein Stand-Up-Paddle-Boot-Ding gefunden. Sag mal Stand-Up-Paddle-Boot? Stand-Up-Paddle. Paddle irgendwas. Wie heißt denn so ein Ding? Steh auf dem Schlauch. Aber, ja, man braucht nur Ruder, da, also, ja, ein Paddle dazu. Cool. Ich hätte gern ein Boot gefunden, aber geil, dass du sowas in so einer kleinen Bucht einfach so mal findest. Aber an dem Hafen findest du kein Boot. Ist klar irgendwo, gell? Schon recht. So. Ich habe die Hoffnung, mein Auto nicht zu schrotten. Mal gucken. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber schauen wir mal. Denn ich würde gerne... Ja. Gut, das hat jetzt Gott sei Dank nicht viel abgezogen, aber hier ist auch eigentlich gar kein Stein, wo ich hängen geblieben bin, aber okay. Ich würde gerne mal vom Wasser aus gucken, ob da tatsächlich das Ding weg ist. Aber ich verfahre mich einfach nur die ganze Zeit, wobei kann man sich herzlich wenig verfahren. Wir schauen mal. Weil ich bin der Meinung, ich weiß, dass da eine Tankstelle war. Ich habe da mein Flugzeug aufgetankt. Das gibt's doch nicht. Der galt da überall an. Allerdings ist es natürlich auch durch den Wald zu fahren... Gott. Ja toll, ich fahre ja auch dahin. Ich fahr auch da, wo mega viele Steine liegen. Felsküste entlang. Polity, Pipi. Polity. Könntest du öfter so machen. Lohnt sich voll. So, von hier aus müssen wir es aber doch sehen, oder? Aber hier war doch eine Tanke. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass da eine Tanke war. Jo, da ist sie doch. Ja, die war tatsächlich nicht geladen, die Tankstelle. Juhu. Na, Glück haben sie immer noch ein Boot. Oder ein Zombie. Hier, da ist die Tanke. Wo ist sie doch? Und ich habe hier hingeguckt. Und da habe ich auch hingeguckt. Die Tanke war vollständig nicht geladen. Ist auch scheiße. Gut, Zombies sehe ich auch keine. Bötchen sehe ich aber auch keine. Und ich glaube, Fahrzeuge, gerade auch gegnerische Spieler, müsste man auf die Entfernung eigentlich... Klar, Spieler ist nicht da, aber Fahrzeuge müsste man eigentlich auf die Entfernung sehen können. Gut, jetzt nicht unbedingt Zombies, aber... Wobei, wir sind jetzt nicht weit weg. Ganz ehrlich, wie weit ist das? Das sind 300 Meter, oder?
Ja, 220 Meter. Also eigentlich bist du sind ja keine Zombies. Oder ist schon wieder was kaputt gegangen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Bunker hier machen. Oder ich habe eine Überraschung für euch. Beides dürfte euch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Scum. Ciao, ciao. Macht es gut.